Sehr schön. Das klingt schon ganz natürlich aus deinem Mund. Du willst uns also unterstützen, ja? Wie schön. Das hatte ich von ganzem Herzen gehofft. Nun lass mich dir die Mitglieder unseres Bundes näher vorstellen. Kommt dir der Name Shalayan bekannt vor? Das war eine der 6 großen Städte Eorzeas, bevor sie zerstört wurde. Ihre Ruinen liegen im Nordwesten Aldenards. Die Stadt war ein Hort des Wissens über Magie und den Äther, wodurch sie sogar dem Kaiserreich die Stirn bieten konnte. Von dort stammt eine Gruppe gelehrter Männer und Frauen, die sich die Exegeten nannten. Als der Niedergang Eorzeas sich abzuzeichnen begann, waren sie es, die vor der Katastrophe warnten und für die Zukunft Eorzeas kämpften. Wir haben ihnen viel zu verdanken. Und diese Exegeten stehen nun hier bei uns. Darf ich vorstellen? Ida und Papa Limo. Sie erforschen die Vorkommnisse in Gridania. Hallo. Freut mich. Ich wusste, dass du uns nicht hängen lässt. Ich natürlich auch. Aber bitte, weiter geht die Runde. Das ist Tankred. Er ist für die Perle der Wüste zuständig. Hallo. Diese liebreizende Dame heißt Yestola. Sie beehrt Limsa Luminsa mit ihrer Anwesenheit. Hallo. Und das ist Orionji. Er leitet unser Hauptquartier. Wenn du Probleme hast, kannst du dich vertrauensvoll an ihn wenden. Nun kommt ganz gewiss die Dämmerung am Morgen. Deine strahlende Präsenz wird ihr den Weg bereiten. Bei der Schlacht von Cartenau vor 5 Jahren haben wir unseren Anführer verloren. Danach gründeten wir zusammen mit Minfilia und anderen Gleichgesinnten den Bund der Morgenröte. Seitdem haben sich viele fähige Leute unserem Bund angeschlossen. Und gemeinsam versuchen wir, Eorzeas Zukunft zu gestalten. Ach ja, das ist übrigens Tataru, unsere gute Fee, die sich um die Verwaltung kümmert. Zu deinen Diensten. Auf eine gute Zusammenarbeit. Also dann. Es gibt viel zu tun. Orionji, bist du die Unterlagen von Baldesions Gelehrten durchgegangen? Ja, sie waren sehr aufschlussreich. Die Legion der Unsterblichen hat uns gebeten, Nachforschungen anzustellen. Tankred, bitte erklär, worum es geht. Sehr gerne. Vor einigen Tagen haben Unbekannte eine Karawane der Amagina Bergbau AG überfallen und ihre wertvollen Kristalle geraubt. Und da ist noch mehr. Zur selben Zeit sind einige Leute aus den Slums vor Ulda verschwunden. Auf den ersten Blick geht es also um einen Kristallraub und um Entführungen. Um solche Angelegenheiten würde sich die Legion der Unsterblichen eigentlich selbst kümmern. Doch hinter den Kulissen könnte ein Primae involviert sein. Ja, denn die Spuren an den Tatorten deuten nämlich auf die Amalja als Täter hin. Wir vermuten, dass sie die Verbrechen im Namen ihres Primaes Ifrit begangen haben. Kannst du der Sache nachgehen? Dadurch bekommst du auch einen besseren Einblick in unseren Konflikt mit dem Primae. Danke. Tankred kennt sich in Uldah bestens aus.
Er wird dich mit Informationen versorgen. Mhm. Halt dich einfach an mich.